Wieder ein antisemitischer Anschlag vor oder auf eine Synagoge? Das lässt sich vermuten, wenn man die neuen Nachrichten von heute liest. Welcome at Active News, mein Name ist Michael Langhans, dies ist mein Videokanal rund um Nachrichten, Politik und Rechtsthemen. In Hamburg soll es also heute zu einem antisemitischen Anschlag gekommen sein. Die Süddeutsche Zeitung berichtet darüber. Im Laufe des Nachmittags soll ein militärisch gekleideter Mensch einen eindeutig als Juden aufgrund der Kippa erkennbaren Mann mit einem Klappspaten malträtiert haben. Mit dem Spaten wurde er auf den Kopf des Betroffenen geschlagen, bis die Sicherheitskräfte der dortigen Synagoge eingreifen konnten. Was stört mich jetzt an der Sache schon wieder am allermeisten? Die Tatsache, dass offensichtlich immer noch keine Polizei vor Ort ist, um unsere Synagogen zu schützen. Damals nach Halle hatten ja alle Ministerpräsidenten großspurig Schutz versprochen. Dieser Schutz war wie immer, wenn die Politik etwas verspricht, nur von kurzer Dauer und nur um kurzfristig so zu tun, als ob man Probleme in den Angriff nimmt. Das hat sich heute wieder herauskristallisiert. Gott sei Dank kam es zu keinem schwerwiegenden Problemen. Gott sei Dank wurde der Anschlag oder Angriff so abrupt gestoppt und wollen wir hoffen, dass nicht weitere negative Tatsachen noch heraus ermittelt werden. Für mich jedenfalls muss ich sagen, nach Halle hat sich offensichtlich in Deutschland nichts geändert, außer Wortspesen der Politik wie immer nichts gewesen. Für Active News, euer Michael Langhans.